Und nach diesem Hamburger Eigengebäck berichten wir euch heute noch von einem aus den USA stammenden Importprodukt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Nahrungsmittel, sondern um eine Veranstaltung, die auf ein Umdenken bei der Nutzung von öffentlichem Raum aufmerksam machen will. Dem Parking Day oder auch Parkplatztag. Organisiert von mehreren engagierten Hamburger Gruppen, fand der Parking Day dieses Jahr am 22. September auf St. Pauli statt. Hier wurden zwei Parkplätze zu Grünflächen umfunktioniert. Der Beton wich dem Rollrasen, der Verkehrslärm wich Live-Musik und angeregten nachbarschaftlichen Unterhaltungen und eine Stadtteil-Olympiade sorgte für die sportliche Komponente. Rasen, Musik und Geplauder. Dort, wo eigentlich Autos stehen. Am Parkplatztag oder Parking Day werden rund um die Welt Parkplätze für eine kurze Zeit in öffentliche Grün- und Freizeitflächen umgewandelt. Mit dem Parkplatztag wollen wir darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich unserer Meinung nach ein großes Missverhältnis zwischen Verkehrsflächen und allgemeinen Freizeitflächen gibt. Das heißt, dem Auto wird in unseren Städten, nicht nur in Hamburg, aber gerade auch in Hamburg, wahnsinnig viel Platz eingeräumt. Und demgegenüber gibt es öffentliche Grünflächen weniger. So, und darauf wollen wir einfach aufmerksam machen und gleichzeitig wollen wir darauf aufmerksam machen, okay, dass man eigentlich mit wenig Mitteln aus dem Parkplatz was völlig anderes machen kann. Und wir wollen einfach dazu anregen, dass die Leute darüber nachdenken, okay, muss ein Autoparkplatz wirklich ein Autoparkplatz sein oder könnte das nicht auch einfach ein Park sein oder könnte es vielleicht auch was ganz anderes sein? Zum Beispiel der Austragungsort für eine Olympiade. Die Internetplattform Nirio setzt sich für ein gemeinschaftlicheres Miteinander unter Nachbarn ein. Für den Parkplatztag haben sie eine Stadtteil-Olympiade organisiert. Es geht um Aktivitäten wie hier so ein Riesenvier gewinnt, wir haben Kicker, wir haben Tischtennis, wir haben Bull. Das ist alles so Aktivitäten, die jeder so machen kann, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Also, und es geht darum, dass jeder, der auftritt oder so der spielt, seinen Stadtteil vertretet. Also ich spiele für Barmbek und jeder Punkt, den ich gewinne, geht zu Barmbek. Und am Ende des Tages gucken wir, welcher Stadtteil zuerst ist. Ich finde das ganz toll, weil dadurch ein anderer Blick erlaubt wird. Das heißt, die Straße wird den Leuten wieder zurückgegeben, der sie normalerweise gehört. Nicht im revolutionären Sinne, wie das früher mal war, aber immerhin. Also ich finde das eine ganz tolle Idee. Und die trägt schon Früchte. Neben den organisierten Grünflächen haben Besucher sich ihr eigenes Stückchen Straße angeeignet, ganz informell. Es ist im Prinzip eine ganz einfache Art, sich die Stadt anzueignen, weil die Stadt gehört ja auch allen, die da sind. Und ich finde es eigentlich eine total großartige Idee. Es ist echt erstaunlich, dass zum ersten Mal in Hamburg passiert. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht und es ist toll, dass es jetzt hier passiert. Aber es ist eigentlich etwas, was sich auch bewiesen hat, schon seit einigen Jahren überall auf der Welt, dass die Stadt ja nicht Autos gehört oder anderen, dass jeder Recht auf eigenen Platz hat. Also ich finde es echt super Sache und die ist ganz einfach und das hat auch ein tolles Statement auf jeden Fall. All those moments we could share. I was running down the empty streets. Led by my own naked feet. Damit der Parkplatztag nächstes Jahr noch lebendiger wird, kann jeder mit seiner eigenen Idee einen Parkplatz umgestalten. Großes Programm ist dabei kein Muss. Der öffentliche Raum ist im Prinzip einer der wichtigsten Güter und was unsere Städte auch überhaupt ausmacht. Das ist der Ort, sag ich mal so, wo man sich trifft, wo man kommuniziert und wo auch Interaktionen zwischen Leuten, die vielleicht sonst nicht unbedingt miteinander kommunizieren würden, sich halt treffen. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass das einer der wichtigsten und sag ich mal, fast heiligsten Güter ist, die wir hier haben und die wir sehr schätzen müssen und die wir auch selber irgendwie, da muss jeder seinen Teil zu beitragen, dass es halt so bleibt und dass dieses Medium öffentlicher Raum auch so bestehen bleibt. Und wir hoffen einfach, dass die Leute vielleicht die Idee gut finden und nächstes Jahr beim Parkplatztag selber mit so einer eigenen kleinen Grüninsel, sag ich mal, vor ihrer Tür dabei sind.